Willkommen zurück zu Dawn of Man und unserer wunderschönen kleinen Siedlung. Wir haben 11 Punkte und können wieder ein bisschen was freischalten. Gerade eben habe ich gesehen, dass eben die Erbsen durch Krankheit verloren gehen. Wir haben ja, wenn wir uns erinnern, mal nachgeguckt, was der Unterschied ist zwischen Linsen, Kichererbsen, Wicklinse und Erbsen. Und manche sind, glaube ich, auch ein bisschen resistenter, was Krankheiten betrifft. Ich denke mal, ein gewisser Teil geht uns dann verloren hier. Oh, da ist schon einiges drin, sehr schön. Wobei hier schon ganz schön viel vernachlässigt wurde. Na gut, aber so ist es halt mal. Wir werden mal kurz hier die Birnen von unserem schönen alteingesessenen Birnenbaum noch pflücken. Was wir auch noch machen können, ist, wir können mal prüfen, weil ich mich ja immer gewundert habe, wieso hier keine Steine angesammelt werden. Ob wir nicht doch noch irgendwo ein Limit hinterlegt haben, ne? Also jetzt wird hier das abgetragen. Das ist okay. Wir haben aktuell 47 Steine. Wenn wir mal bei uns in die Limits reingehen. Ja, komischerweise habe ich hier nur 20 Produktionslimit. Vielleicht, dass wir hier einfach mal auf 100 gehen. Alles andere kann ja erstmal... Oh, ich habe hier bei getrockneter Haut habe ich nur... Ja, wobei, das passt. 10. Und bei Leder gehen wir jetzt auch mal auf 30. Ich glaube, es ist was anderes wie das Abbaugebiet oder das Erntegebiet hier. Ich guck mal eben, ob ich auf die Schnelle dieses Tannin-Dings finde. Das Tanninfeld. Das hier ist Pflanze. Wir hatten hier doch irgendwo auch noch Tannin. Ich geh mal kurz in den Verwaltungsbereich. Für die Arbeitsgebiete. Hier zum Beispiel. Und hier ist nämlich 50 eingestellt als Produktionslimit. In dem Bereich. Aber im allgemeinen Limit, komischerweise. Löwe. Boah, das ging überraschend schnell hier vorne. Thorak wurde hier Opfer eines Überfalls der Höhlenlöwen. Na, ob das nicht nach Rache mal schreit. Was wir eigentlich nachschauen wollten. Nochmal jetzt? Reicht's aber, Mensch. Ist das denn hier? Acken, ein kleines Mädchen stellt sich den Höhlenlöwen gegenüber. Oder kam hier mal kurz dazwischen? Was ich eigentlich nachschauen wollte jetzt. War diese Limits hier drin. 50, die habe ich jetzt eingestellt. Also von daher... Bin jetzt nicht sicher, ob und wie das jetzt zusammenhängt. Also diese Sammellimits sind anscheinend unabhängig von den allgemeinen Limits. Zumindest was das Material betrifft. Alle anderen Sachen müssten übernommen werden. Ja gut. Dann hoffe ich mal. Stell mal überall die 50 ein, weil ich glaube, dass wir mittlerweile schon auch ganz viel Zeug brauchen immer. Genauso für das Erz. Damit auch das gesammelt werden kann. Und auch für die Kohle. Bei der Kohle war es doch auch so. Ich stelle mal hier bei der Kohle kurz die 20 ein. Jetzt gucken wir mal hier drüben. Beim Holzkohle. Habe ich jetzt 20. Stellen wir jetzt hier auf die 50. Und wir gucken mal in unser Verwaltungslimit. Und jetzt ist es auch 50. Also das wird wieder übernommen, komischerweise. Dann sind... Also die globalen Limits hier, die stimmen auch mit den Arbeitslimits überein, außer bei den Sammelgebieten. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir stellen mal hier überall auf 50. Weil wir jetzt schon eine Größe erreicht haben, die 50 definitiv rechtfertigen kann, oder? Denke ich mal auch, was die Anzahl jetzt unserer Leute betrifft. Wir stellen mal gleich die Kettenrüstung und die Lederrüstung auch auf 125. Bier wird ja momentan noch gar nicht produziert, was sehr schade ist. Das Limit für Mehl passt. Brot machen wir auch mal 50, aber Brot geht uns halt immer verloren. Ist halt mal so. Aber ich glaube, wir sind noch gut aufgestellt, was das Essen jetzt betrifft. So, da wächst einfach mal wieder ungehorsamerweise eine Buche mitten bei uns im Dorf. Alle Bäume müssen weg, wir brauchen nämlich den Platz, um weiter wachsen zu können. Und ich glaube, es führt wirklich kein Weg daran vorbei, dass wir unsere Palisade hier schon gleich wieder abreißen müssen.
um dann hier außen neu bauen zu können. Ich habe mir auch jetzt überlegt, ich will ehrlicherweise jetzt nicht mehr lang herumlamentieren und dann wieder ausrechnen, ob jetzt hier die Palisade dicht ist oder nicht, weil hier ein Stein ist, sondern ich will schon, wir machen einfach hier komplett die Palisade, ziehen wir die durch und dann passt das schon. Dann ist das okay. Was wir natürlich machen könnten, wäre auch erstmal zu warten, dass wir hier in die Steinpalisade kommen. Ich hoffe, die gibt es überhaupt. Ansonsten warten wir umsonst. Und dann erst die Palisade versetzen. Aber es wird halt platzmäßig wird's schon ein bisschen schwierig. Wir gehen mal kurz rein in das Wissen. Wir können freischalten. Entweder die Viehdomestizierung oder die Fruchtbaumdomestizierung. Wir machen jetzt erstmal die Viehdomestizierung. Und dann kommen die beiden hier noch. Bis zur Roggendomestizierung. Hier oben kommt die Steinmauer. Das ist auch schon mal sehr schön. Also wir brauchen noch 20 Punkte und dann nochmal 20 Punkte für die Bronzezeit. So, das heißt für uns, wir haben dann vielleicht irgendwann mal auch Kühe hier am Start. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und ein Händler kommt dann gleich mal durch. Ansonsten von unseren Erträgen auf dem Felde, also wo wir, glaube ich, kein Problem haben, ist hier diese Leinensache. Mit dem Flachs, das ist überhaupt kein Problem. Gerste, Emmer, Einkorn ist auch ein bisschen was da. Da ist ja jetzt wieder neue Ernte. Das passt auch. Und ja gut, die Erbsen, die sowieso die Hülsenfrüchte, da ist sowieso ganz schön viel los. Hier vorne wäre der ein oder andere Bär. Können wir hier mal einen Jagdtrupp losschicken? Ich glaube, wir haben immer noch einen Bär offen, der gejagt werden soll. Mal sind das sieht jetzt eher aus, als wären das Bauern für das Feld, für die Ernte. So, wir haben eine Kupfermine errichtet, mal 3 jetzt mittlerweile. Genau, das waren jetzt 3, das passt auch. So, wird jetzt hier Stein. Oh, ich habe, glaube ich, gerade gesehen, dass hier Stein angelagert wurde. Weiter abbauen hier vorne, damit wir Platz bekommen. Und dann gucken wir mal. Also momentan sehe ich hier aber keine Jäger, die sich hier auf die Jagd machen. Es wäre sowieso zumindest jetzt hier Arbeitsgebiet für Jagd. Ach echt, jetzt kommt hier einer. Oh Gott. Oh Gott, echt jetzt einer. Wow. Und er hat es sogar geschafft jetzt hier. Erstes Tier gejagt, der Bär. So, jetzt sind natürlich die Bärenkinder sehr traurig. Ja, lösen sie von ihrer Traurigkeit. Und werden dich jetzt hier nochmal ranschicken. Damit wir vielleicht die ein oder andere Bärenhaut noch bekommen. Okay, die flüchten jetzt alle. Ja, einmal Speer geworfen und dann wieder abdampfen. Das hier für eine Gegebenheit hier. Na gut. Aber zumindest ein Wissenspunkt für den Bären. Kommt da ein Händler? Sieht nicht so aus, als hätte der hat nur Schweinchen mit dabei, aber keine Kühe. Schweinchen, aktuell fehlen uns noch 4 Stück. Da würde ich jetzt sagen, habe ich denn aktuell wie viel Schweinchen und welche Art von Schweinchen habe ich denn? Das ist jetzt hier die Frage. Wo sehe ich denn meine Schweinchenart? Ich sehe 6 Schweinchen, aber ich sehe keine. Mach mal kurz Pause. Ich sehe leider keine. Verteidigung, Technologie. Hier. Schweine haben wir aktuell 4 Weibchen und 2 Männchen. Ein Erwachsener, ein Jungtier, das reicht. Das heißt, wir können ihm oder ihr. Oh, Kommission hoch. Wollte ich jetzt sagen, die weiblichen Schweinchen abkaufen. Vielleicht noch das Kupfererz. Und wir verkaufen dir. Dafür. Was verkaufe ich dir? Oh ja, hier die Knochenharpune. Aber das war es dann auch schon. Angel momentan 6 Einheiten. Feuerstein, Speer. Bringen wir mal auf 10 runter. Die Axt auch auf 10. Sind wir bei 100? Oh, sind wir schon darüber? Dann kriegst du noch das ein oder andere Fleisch dazu. Und dann passt das. So. Okay. Das
Sag mal, wird hier immer mehr Stein irgendwo aus dem Boden ausgegraben? Was ist denn hier los? Da kommen immer mehr Steinhaufen und ich weiß nicht, woher die kommen. Na gut, aber das ist schon gut. Wir brauchen später den ganzen Stein. Der uns jetzt quasi so stört, der wird später dann benötigt. So, Bärenangriff ist weg. Der muss jetzt hier noch geschlachtet werden, zerlegt werden. Passt. Dann schauen wir mal in unser schlaues Büchlein. Was wir denn noch brauchen? Wir brauchen noch 3 Bevölkerung. Haben wir noch Platz? Aber wir haben noch Platz für 20 Leute. Das heißt, da müssen wir jetzt nur abwarten, bis die Leute kommen. Dann Räuber brauchen wir noch 6. Wir brauchen noch 3 domestizierte Tiere. Das kommt alles von selbst. Höhlenbär, normale Bären 5. Hirsche, Rentier, da machen wir alles. Das passt schon. Wir brauchen noch Hinkelstein. Wir brauchen noch Dolmen, 2 Stück. Erdofen. Oh, wir brauchen noch 3 Erdofen und 2 Metallschmieden. Dann bauen wir die, aber reißen die wieder ab. Wir brauchen noch 3 Erdofen. Erdofen. 1, 2, 3. Und wie viel waren das? 2? Das sind 2 Metallschmiede. So, dann machen wir das mal so. Dann könnt ihr das mal kurz aufbauen. Und ansonsten... Karren brauchen wir noch 3. Schlitten brauchen wir noch 3 Stück. Und alles von selbst. Brücke sollte man auch noch bauen. Hier eine zumindest. Eine Brücke ins Nirgendwo. Wir brauchen eigentlich keine Brücke derzeit. Aber wir planen mal eine kleine Brücke ein. Wo war das? Unter Defensiv? Spirituell, Begräbnis, wahrscheinlich unter Transport. Brücke. Also hier so eine kleine Brücke hier einfach mal so rüber machen irgendwie. Einfach um die dann... Ich will halt nicht zu viel Holz jetzt auch verbrauchen. Ah, ist schon wieder sehr viel. Ah, komm, wir machen das mal so. Es macht halt sonst, macht das sonst irgendwo Sinn, eine Brücke zu machen? Hier vielleicht, hier rüber. Aber ansonsten brauchen wir das nicht. Oh, da sind ein paar Auerochsen noch. Fleisch wurde abtransportiert, sehr gut. Na gut, was ist hier? Achso, das ist hier der Händler. Wunderbar. Wie sieht's aus mit Kupfererz? Das sieht sehr gut aus. Wir haben 100% Auslastung, fast ein bisschen wenig hier. Aber vielleicht, wenn sie jetzt hier ein bisschen was aufrichten, dann wird das schon. So, der Baum kommt weg. Ich glaube, dass wir... Leder ist jetzt bei 6 Einheiten. Ich glaube, wir machen mal hier die Priorität wieder ein bisschen runter. In der Hoffnung, dass sich das jetzt mal einpendelt. Und wie sieht es aus aktuell mit unseren... Nicht Meilensteinen, mit unseren Megalithen. Wir haben nämlich hier die vorbereiteten Megalithen hier. Wir dann abtransportieren müssen. Einmal, zweimal, dreimal. Wo waren noch welche? Ich würde gerne in das Hauptmenü zurückgehen. Es ist schwierig, wenn irgendwas angewählt ist, geht der Rechtsklick hier nicht, komischerweise. Dann muss ich erst links klicken, damit ich hier in dieses Menü wieder komme, hier unten. So, Megalithen ist 0, okay. Dann hier oben. Vorbereiten. Hier oben vorbereiten und hier vorbereiten. Ach, guck. Dann sind das, glaube ich, jetzt so 6 Stück. Und wir brauchen noch für unsere große Begräbnisstätte hier oben, brauchen wir noch 4 Stück. Ah, das wird gut. Das wird richtig gut. Und dann können wir ja noch die ganzen Olmen oder Dolmen oder wie das heißt, bauen. Und dann ist auch alles in Ordnung. So, das kommt mal wieder weg. Das kommt mal wieder weg. Das kommt mal wieder weg. Weil der fertig gebaut hat, da werden sie sich ärgern, ne? Zuerst aufbauen und dann gleich wieder abreißen lassen. Aber so ist er halt, der Bürgermeister. Immer auf Effizienz bedacht und Wissenspunkte einheim sind. Wobei das halt auch nur einen Wissenspunkt gibt, leider. So, Metallschmiede kann auch wieder weg. Gleich abreißen und hier wieder aufbauen. Sehr gut. So, hier wird wieder Stein abgebaut. Das freut mich natürlich sehr. Aber es ist schon eine mühsame Arbeit hier. 11 und 20 noch. Na gut. Wie sieht es jetzt aus mit
Wie sieht's aus mit dem Holzkohleofen hier? Da ist momentan 11 Stück sind hier drin. Und hier vorne ist, ja, da ist noch Platz. Sehr schön, das freut mich auch sehr. Erz. Und wieder die Höhlenlöwen. Oh Mann, zu zweit mit, keine Ahnung, Sichel oder was ist das hier, was ihr habt? Ist hier ein Feuersteinmesser. Oh, sehr schön. Und der Höhlenlöwe wurde fachgemäß hier getötet. Irgendwas gesehen mit Lehm? Ach, guck dir das an. Was für ein schönes Treiben bei uns am Dorf hier. Ich mach mal kurz einen Screenshot. Was ist? Das ist ja viel zu schön, dass man das nicht fotografiert hier. Schweitet hier die Schafe hier zusammen. Quasi entsprechend hier am Fluss ein bisschen. Bisschen dinieren. Sehr schön. So, hier vorne ist jemand unzufrieden. Wir machen mal ein bisschen schneller, weil momentan gibt es nicht so viel zu tun. Habe ich nicht gesagt, dass wir das abreißen? Ja, dauert nur ein bisschen. Das hier abreißen. Sag, was ist denn los mit den Höhlenlöwen hier? Wieso sind die denn so aggressiv, die Höhlenlöwen? Oh Gott, und auch noch die kleinen Kinder angreifen. Oh, mach's gut, Imitza. Mach's gut, Hirsch. Ja, wir verlieren aber auch schon ganz schön schnell hier die Einwohner. So wird das nix hier. Mensch. Jetzt kommt er auch noch hier bei uns ins Dorf. Also kennt er denn überhaupt keine Grenzen? Der Höhlenlöwe? Ja, einfach. Okay, ich glaube, können hier Räuber auch außen rumlaufen? Weil die Tiere hier auch außen. Aber ich kann die Palisade nicht höher ziehen. Okay, wir haben den Räuberangriff. Schauen wir uns gleich mal an. Palisade kann ich ja nicht hier runterziehen. Ah, doch. Hier geht noch ein Stück. Geht hier noch. Wir müssen hier noch eine Palisade machen. Deswegen kann hier jemand außen rumlaufen. So, Räuberangriff. Oh, die sind aber schon anscheinend. Die sind jetzt rot hinterlegt. Seht ihr das? Die haben so eine rote Klamotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, kein Problem. Wir tuten mal kurz das Horn. Bringen alle unsere Leute zurück. Machen die Türen zu. So, sind alle da? Nicht, dass wir jemanden aussperren. Das wollen wir auch nicht. Ich hoffe, ich habe genügend Bögen mit dabei. Da kommt noch jemand angelaufen. Also wenn du Pech hast, dann... Ah, kommt noch rein. Sehr schön. So, Türen bitte schließen. Oh, da ist gerade eben noch ein Schaf mit hineingelaufen. Sehr schön. So, dann werdet ihr jetzt mal angegriffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind das Leute von uns hier oben? Sieht so aus, ne? Das sieht schon fast so aus. Okay, wunderbar. Räuber getötet. Mal 20 ist das jetzt hier. So, jetzt habe ich irgendwie meine Maus verloren. Jetzt habe ich meine Maus verloren. Es geht noch, meine Tastatur geht noch. Ich mache mal kurz eine Aufnahme, einen Aufnahmestopp. Und muss mal gucken, wo meine Maus verblieben ist. Vor lauter Schreck, weil die Jäger jetzt angegriffen haben, hat sich die Maus verabschiedet. So, da bin ich wieder. Sehr seltsam. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht öfters vor. Die Maus hier kaputt geht. Wir blasen mal den Alarm ab. Machen die Türen wieder auf und hoffen mal, dass wir hier vorne noch das ein oder andere plündern können. Feuerstein, Knochenspeer. Oh, die waren doch nicht so gut ausgerüstet hier. Ich sehe hier nichts aus Kupfer, Mensch. Kupferaxt, sehr schön. Hier vorne lag noch jemand. Kupferaxt. Na gut. Ja, ein bisschen Beute ist hier schon mit dabei, aber wir können uns schon ganz gut wehren, habe ich das Gefühl. So, ihr könnt euren normalen Tätigkeiten jetzt wieder nachgehen. Wo laufen die jetzt hin? Die laufen ja auch wieder außen rum. Die schwimmen ja sogar. Ich habe ja extra ein Tor für euch gebaut. Ich habe doch extra ein Tor für euch gebaut. Also hier kann ich aber nicht mehr ausbauen, ne? Das geht leider nicht. Ich kann hier oben noch was machen. Aber weiter ins Wasser reingeht nicht mehr. Jetzt geht hier. Wieso? Also, das ist ja.
So, Höhlenlöwenangriff, der ist aber schon vorbei wieder. Das ging sehr schnell. Hier waren jetzt endlich mal ein paar mehr Leute unterwegs. So, wie sieht's aus mit Holzscheit? 8 Stück noch. Wir brauchen unbedingt mehr Holz noch, Mensch. Ich muss aufpassen, dass ich den schönen Birnbaum hier nicht abholze. Das wollen wir nicht. Aber vielleicht, dass wir unser Abholzgebiet hier drüben nochmal reinsetzen. Wir haben die Metallschmiede mal 3 erledigt. Sehr schön. Wir machen mal ein Abbaugebiet mit... Wo habe ich die Abbaugebiete? Mit Holz hier drüben. Wir müssen schon immer sehr weit... Also wir können zwar vereinzelt... Bäume immer wieder uns holen, aber wir müssen trotzdem immer schon sehr weit laufen. Mittlerweile. So, bitte weiter hier abbauen, den Stein abbauen. Das hier kommt weg. Und ansonsten, hier wird gebrutzelt. Sehr schön. Ich meine, vielleicht wäre so eine zweite Metallschmiede gar nicht mal so schlecht für die Werkzeuge. Ich habe das Gefühl, dass wir doch etwas wenig haben. Hier 4 Kupferspeere, 3 Kupfermesser. Im Gegensatz zu den anderen Sachen natürlich. Kupferaxt schon ein bisschen mehr. Aber über kurz oder lang wird sich das dann schon quasi einpendeln. So, hier vorne fehlt immer noch ein Tierchen. Wir brauchen hier entweder Esel oder Pferd. Ach so, stimmt. Wir können ja Esel auch schon mittlerweile, oder? Esel-Domestizierung ist ja auch schon mit dabei. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier von einem Händler einen Esel bekommen. Ich habe jetzt 2 dieser Räder, dieser Karren hier. Ich brauche für einen weiteren Wissenspunkt noch 3 Stück. Frage ist, ist hier ein Limit eingestellt? Wir haben aktuell ein Limit von 5. Müsste eigentlich doch dann produziert werden über kurz oder lang. Ah, hier kommt der nächste, sehr schön. Hier kommt dann der nächste. Ja, dauert alles nur ein bisschen länger. Was machst du hier vorne? Ah, hier wird ein Schaf geschabt. Und dann würde ich mal sagen, wir investieren noch ganz kurz hier vor dem Ende der Folge die Fruchtbaum-Domestizierung. Roggendomestizierung, Birnbaum, Kirschbaum, Speierling und Haselnuss. Was ist die Roggen? Ich dachte, wir hätten Roggen schon. Wir haben Emma, Gerste, Einkorn. Okay, wir haben noch keinen Roggen. Das heißt, wir schauen uns mal kurz in der Enzyklopädie den Vorteil von Roggen an. Vielleicht ist der noch ein bisschen besser. Getreide. Nee, das war es nicht. Getreidedomestizierung. Pflanzen. So, Roggen. Eine universale Halbenfrucht, resistenter als die meisten, produziert eine gute Menge Getreide. Herbst und Frühling. 1-1 steht jetzt hier. Jetzt ist halt die Frage, ob wir Krankheitsresistenz 25, hier habe ich 15. Bekommen halt noch mehr Getreide eigentlich. Bekommen dadurch noch mehr Getreide. Hier 25, aber dafür nicht Krankheitsresistenz. Ich glaube, wir ja komm, wir können ja das mal so lassen. Wir lassen mal so diesen bunten Mix, auf den wir hier uns eingestellt haben. Was ist das hier vorne? Ein Baumfallgebiet. Oh, ein Mufflon wurde gejagt. Das Baumfallgebiet werden wir noch ein bisschen verschieben hier hoch. Genauso das Erntegebiet. Für die Früchte und Obst und so weiter. Und dann können wir vielleicht hier vorne noch den Roggen anbauen. Roggen, Roggen, Roggen. Und die Bäume, die pflanzen wir dann in der nächsten Folge an. Wo ist der Roggen? Hä? Moment, ich habe... Ach so, Moment, ich habe die noch gar nicht. So, natürlich, die kommt ja erst. Ich werde es nie lernen, den Tooltip richtig zu lesen. Jedes Mal passiert mir das, weil halt quasi in der gleichen Ebene steht hier die Birnbaum, Kirschbaum, Speierling und Haselnuss Sache, die wir freigeschaltet haben, aber Roggen kommt erst dann anschließend. Ja gut, dann brauchen wir nochmal 10 Punkte, aber dann können wir das hier vorne irgendwo ransetzen. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge, hoffentlich ohne Mausaussetzer,
werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich hier drüben die Bäume anpflanzen. Irgendwo anders macht das wahrscheinlich. Man könnte natürlich auch hier oben, wenn hier oben die Bäume wachsen, das werden wir mal ausprobieren, weil hier oben ja sowieso sehr wenig Häuser zu platzieren sind, dann können wir hier oben so einen kleinen Obstgarten machen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass dann auch die Bäume dort oben in diesem Bereich wachsen. In diesem Sinne, damit bin ich jetzt erstmal raus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann brauchen wir nochmal 10 Punkte für die Roggen und dann nochmal 20 Punkte und dann geht's in das nächste Zeitalter.